Willkommen zu einem etwas anderen Let's Play. Mit dem Nico und mir. Ja, ich spiele Menschen hier. Ich leider nicht. Leider, das ist auch. Ja, ich kann es, aber da du ja die schön gut gemachten Missionen spielst, die leider nicht im Koop oder im Multiplayer gehen. Kann ich leider nicht mitspielen. Richtig. Sie ab. Ich bin bei meinem ersten Einsatz. Sind stark beschädigt. Kirchturm. Es besteht die Gefahr eines weiteren Einsturzes. Ja, blicken wir mal die Lage. Ein Verletzter, ein brennendes Fass. Holen wir uns doch mal einen schönen Rüstwagen. Mit drei Mann. Artenschutz wird, glaube ich, nicht benötigt. Stellen uns hier hin. Und für den Verletzten natürlich einen Krankenwagen, ne? Dazu müssen wir aber sagen, wir kennen uns schon mit Emergency 4 aus oder Emergency 2012, was es alles gibt. Weil wir sind auch ehemalig in der Freiwilligen Feuerwehr. Ehemalig immer noch. Fahrzeug eingetroffen. Stimmt. Ja, ich verwechsel das ab und zu. Nein, ja, wir sind in der Freiwilligen Feuerwehr, deswegen kennen wir uns einigermaßen mit den Sachen aus. Richtig. Boah. Kotzen ab und zu vielleicht irgendwelche Fahrzeuge ab und an. Ups. Falls ihr es nicht versteht oder irgendwie was, müsst ihr einfach in die Kommentare schreiben. Wir schreiben dann zurück. Richtig. Ja, ich lock hier die Person. Och, fuck. Das ist natürlich das Schlimmste, was jetzt passieren konnte. Verletzte Einsatzkraft. Oh. Ja, mein Feuerwehrmann ist gerade vom Gerüst erschlagen worden, obwohl ich da nur die Person weglocken wollte und schon mal den Brand verhindern wollte. Der Brand ist gelöscht, aber ja. Das war nicht gut. Da würde der normale Einsatzleiter jetzt eine richtige Abmahnung kriegen, oder wie immer. Weil er ja den Einsatz leitet, also der, beziehungsweise der Einsatzleiter bist ja du. Aber da das ja nicht so ist, ist es ja nicht schlimm. Er lebt ja noch. Richtig. Aber das Problem wird sein. Na gut, der kann ganzes Gerüst heben, der Feuerwehrmann. Der ist Hulk. Genau. Der kann alles. Feuerwehrmann, der kann alles. Ja, aber anscheinend können Notärzte nicht über stinknormale Stangen rübergehen. Wird erledigt. Nein, dafür sind sie nicht ausgebildet worden. Sie sind nur ausgebildet worden, um verletzten Personen zu helfen. Alles klar. Das ist natürlich auch wieder so unlogisch ist. Richtig. Aber jetzt ist der Notarzt dran. Auf dem Weg. Jetzt kann der Feuerwehrmann aufatmen. Ja. Und wieder aufstehen, denn er hat nur so getan, als ob er liegen würde. Hoffe ich doch. Er wollte den Einsatzleiter einmal testen. Es war der Einsatzleiter höchstpersönlich, sagen wir so. Oh, das. Genau, der Einsatzleiter wollte gucken, was passiert, wenn er da einfach. Nein, der Einsatzleiter wollte einen Helden spielen und wollte das Feuer löschen, bevor es sich ausbreiten kann. Weil hätte ich das nicht gelöscht, hätten wir hier jetzt einen kleinen Brand gehabt. Och, einen kleinen Brand am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen, ne? Genau. Ihr könnt auch zurück. Ihr könnt zurück. Solange das nicht morgens um 5.47 Uhr ist, wo dann schön Sirenen losgehen. Ach was. Und sie dann ein paar Minuten später schon ausrücken mit zwei Fahrzeugen. Ja, aus dem kleinen Einsatz wurde dann doch ein mittelschwerer großer Einsatz. Ausgezeichnet. Obwohl, ich habe immer noch 100% bekommen. Weiter so. Boah, hast ja Schlager. Ich wette, hätte ich den Notarzt noch ein drittes Mal alarmiert, hätte ich das Bootgeld, also das Bargeld, gesprengt und hätte nur noch 99% oder so bekommen. Wolltest du gerade sagen, Budget? Mhm. Bootgeld. Bootgeld. Budget. Ja. Immer diese Zungenbrecher. Richtig. Ist ein etwas älteres Spiel.
Deswegen lädt es auch gerade so lange. Natürlich werden wir das Spiel auch noch zu viert mit der wahre Lippe, dem Snowball. Ja, mich natürlich und dem Pille. Okay, das ist Ihre Basis, ja, für die Sie jetzt verantwortlich sind. Gucken, ob, der, Sie ob wir überhaupt über Vorkommnisse in der Stadt Zeit erhalten. Finden, über Unfälle, Brände, Straftaten und so weiter. Aber kümmern Sie der sich wahre, mit Ihren Einheiten darum. Nee, der wahre Lippe. Sorgen Sie für Ordnung. Doch, der wahre Lippe ist auch für jeden in der erfolgreichen Einsatz freiwilligen Feuerwehr. Sie ein zusätzliches Budget, mit dem Sie Ihre Kräfte mit neuen Fahrzeugen ausstatten können. Snowball. So werden Sie leistungsfähiger und können weitere, größere Aufgaben übernehmen. Nee, er wird da höchstens die Sobald Sie Ihre ersten Einsätze abgeschlossen ja, das haben, sollten Sie sich ein Notarzt-Einsatzfahrzeug und ein Großraum-Tankfahrzeug zulegen. Viel Erfolg. Natürlich werden wir es bei einem Brandausbruch ja auch ein paar Ursache Mods unbekannt. Vielleicht nutzen, löschen Sie die wie Brände. Zum Beispiel den Emergency 4 Winterberg Mod. Den haben wir früher auch mal gespielt. Der ist geil für alle richtigen Feuerwehr-Junkies, Fans, Interessierten oder andere, die einfach mal das richtige Feuerleben spielen wollen. Naja, Emergency 4 und richtiges Feuer überleben. Nee. Ja, okay, das nicht so. Aber so einen kleinen Umblick zu gewinnen, weil Emergency 4 ist ja mit, du klickst unten links auf Polizei, klickst auf Fahrzeuge, sagst, reinkommen soll und schickst es dahin. Das ist bei Emergency Winterberg schon wieder was anders. Da musst du auch sagen, Polizei, dahin, aber dann kommt entweder ein Streifenwagen, der da gerade in Streifen fährt, oder ein Zivilwagen, der da gerade Streifen fährt, oder es wird gerade ein frisch alarmiert. Bei der Feuerwehr ist es auch geil. Da kommen dann auch die Sirenen zum Einsatz manchmal. Und es wird richtig alarmiert. Bis dann erst der richtige Löschzug da ist, dauert das nicht. Aber es geht alles schnell. Ja. Und das... Du redest hier im Fließband, ich kann gar nichts mehr sagen, was ich tue. Gleich will ich heute, gleich kannst du wieder reden. Und das Witzigste ist ja noch am besten. In Emergency 4 ist das ja, ist, ja, sagen wir so, Emergency 4 ist ab 12, weil da Blut ist und alles drum und dran, man schießt, aber man sagt ja, das schießen soll, wenn man da sagt, der Polizist, da sagt, sozusagen, Spezialpolizei, soll die Pistole ziehen und soll auf eine Person dann zielen, wird das nicht ausgeführt, es wird gleich geschossen, was unrealistisch ist. Da komme ich wieder zurück auf den Beispiel Winterberg, da ist es realistischer, wenn ich einen Polizisten mit einer Waffe sage, er soll auf die Person zielen, ergibt sich die Person am meisten und der andere Kollege kann den Täter vernünftig festnehmen, ohne dass es eskaliert. Ihr Budget ist jetzt groß genug. Aber ihr werdet das Sie alles sehen. Zuerst das Notarzt-Einsatzfahrzeug besorgen. Richtig. Achten Sie darauf, nicht Ihr gesamtes Budget auszugeben. Sie brauchen immer einen Überschuss, damit Sie auch weiterhin Fahrzeuge alarmieren können. Einsatzfahrzeug. Medizinischer Notfall. Alias NAF. Eine Person steht unter Schock. Geholt. Und gleich einen medizinischen Notfall bekommen. Person steht unter Schock. Dort werde ich mir, weil es billiger ist, einfach nur einen Rettungswagen mit Sanitätern und einen Notarztwagen hinterher allern. Noch so zu... ich habe immer so einen Scheiß. Zum Brecher. Nochmal zur Aufklärung. Der NEF ist ein Notarztwagen. Habe ich doch gerade gesagt. Nein, du hast gesagt, unser liebes... oder so NEF. Unser Notarzt-Einsatzfahrzeug, alias NEF. Ich hab Alzheimer, ich kann nichts dafür. Ja. Nee, ich stehe unter Schock. Richtig. Ich liege da gerade. Ich glaub nicht, dass du am Hafen lebst. Am Gulli umgekippt bist. Doch, wenn da gerade jemand frisch auf dem Klo war und gespült hat. Ja klar, vor allen Dingen, wenn du spülst. Wenn die Dämpfe dann so hochsteigen und dann so, ha, klaps, und dann liegen wir. Richtig, meine Sanitäter können auch
Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Mein Lieblingseinsatz. Versorgen und abtransportieren. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Dafür so kritische Musik, ey. Ich glaub's da wohl. Notarzt hat den hier stabilisiert, den können wir abtransportieren. Du solltest hier wieder einsteigen. Das Witzige ist, einfach nur leicht verletzt, da könnte man sagen, ich bin hingeflogen und hab... Du kannst wegen jedem Scheiß den Notruf rufen. Ich weiß, das ist eigentlich ja, das ist normal, aber der ruft schon, wenn er hinfällt und sich einen kleinen Schnitt in den Finger hat und er so ein bisschen blutet, gleich schon den RTW und sagt, ich verblute. Es gibt Leute, die tun das. Ich weiß. Bei älteren Menschen ist das natürlich anders. Da sollte man immer, je nachdem, den Notarzt rufen, weil bei älteren Menschen ist das... Ja gut, Notarzt ist nur ein bisschen übertrieben, also ein Sanitäter reicht da auch schon. Ja, dazu muss man sagen, bei Emergency 4 kann nur der Notarzt behandeln, aber die Sanitäter Ursache offenes Licht und Feuer. Löschen Sie alle Brände. Sprich auf einer Ebene halt. Ich habe jetzt zwei Einsätze gleichzeitig. Man sieht, ein bisschen Multitasking ist gefordert. Aber auch nur ganz minimal. Straßensperre ist errichtet in unserem RTW. Unserem Rettungstransportwagen. Das R absichtlich gewollt. Und hier riesen Goldlager. Das möchte ich haben. In der Congress. Goldlager. Ja. Dann gibt's bei Emergency 4 ein Goldlager. In der Bank gibt's das. Ach so. So, du kannst nach Hause. Und du stationierst dich wieder im Hauptquartier. Der RW ist eingetroffen. Nein. Ihr habt alle noch einen Feuerlöscher, das ist sehr gut. Dann löscht ihr hier schon mal und du packst dir einen Schlauch. Gehst dann hier direkt an Hydranten, obwohl man da eigentlich eine Pumpe zwischenschiebt. Das Mindeste. Das stimmt. Das ist wiederum bei Emergency, die Winterberg anders. Da ist es dann wieder so. Da kann man dann noch mit Pumpen sagen, da soll die Pumpe platziert werden. Und das soll von dem Pool abgepumpt werden des Nachbarn. Gerade kommt eine Einwendung rein. Richtig, aber jetzt brennt das Reifenlager. Einfach nur, weil dieser Schüssel das hier laut Musik hört bei der Arbeit. Ein Stein. Und voll auf die Gas. Boom. Und wenn man nur dabei ist und es einfach nur hört, man denkt, was geht ab. Richtig. Bergen und versorgen Sie. Diesmal brauche ich ein Großraumfahrzeug. Drei normale, zwei AGT-Träger. Atemschutzgeräteträger, für alle, die dies nicht wissen. Ein Notarzt bräuchten wir und drei Liegen. Ihr könnt euch erstmal hier positionieren. Jawohl. Gut. Zur anderen Bekämpfung brauche ich hier nochmal vier Leute. Nehmen wir gleich fünf. Ihr braucht aber keinen Atemschutz. Und eine Axt sollte eigentlich auch auf dem Gruppenraumfahrzeug sein, ne? Fahrzeug 1 hört. Sollte dabei sein. Ich hoffe es doch. Achso, und wenn ihr irgendwas über Feuerwehr wiederholt sich, glaube ich. Guckt bei Fahrzeug 1 hört, ja? Du wiederholst dich, glaube ich. Nein. Schon unterwegs. Okay, dann sag an. Fahrzeug wenn ihr was hört. Über Feuerwehr wissen sollt, irgendwas, guckt auf irgendeiner Homepage nach, wo es richtig steht, oder schreibt es in die Kommentare, damit wir es beantworten im nächsten Part oder übernächsten oder übernächsten. Oder wenn euch das richtig interessiert, geht mal in eure
Freiwillige Feuerwehr und guckt euch einfach die nur an. Die brechen durch. Und da kann man auch mal die Fahrzeuge angucken, wenn man die fragt. Fahrzeug 6 hört. Man kann auch einfach nur mal vorbeikommen, um einmal da Fahrzeuge zu gucken, um einmal zu gucken, was in diesem Feuer macht. Soweit ist es, glaube ich, ab 10 darf man in diesem Feuer eintreten. Und die Kinderfeuerwehr schon früher. Aber nicht jeder hat eine Kinderfeuerwehr. Richtig, aber viele. Viele haben eine Kinderfeuerwehr. Fahrzeug 6 hört, unterwegs. So, hier drin sind Gasflaschen. Da muss ich extrem vorsichtig sein. Die Tür ist sogar offen. Dachte ich mir doch, muss ich aufschlagen. Gut, du gehst hier am besten rein und löscht hier von innen das Lager schon mal ab. Gut, du hast das offen, lass die Axt fallen und hol die da aus dem Rauch raus. Normalerweise geht Menschenrettung vor, aber ich mache eine Ausnahme. Denn ich mache das ja alles am Multikraft. Okay. Ihr dürft gerne das hier löschen. Ihr löscht den hier. Du passt auf, dass das hier nicht weiter ausbreitet. Richtig. Du bringst den schleunigst zum Notarzt. Und du kannst auch mal sprinten. Ich mach für den. So. Da darf ich keinen anderen reinschicken. Denn Atemschutz ist wichtig bei Rauch. Ich glaube, 2 Atemzüge und du bist ohnmächtig. Ja, deswegen sollte man meistens, wenn man in einem brennenden Haus ist, immer unten bleiben. Damit man auch noch nicht sieht, weil wenn man im Rauch ist, gibt man sehr, sehr schnell eine Rauchvergiftung. Das kann wirklich sein. Genau. Ja, die Büsche brennen hier immer noch. Ich weiß nicht, was ihr da macht, aber der drin, der schafft das schon mit dem Feuerlöscher. Das sind nur Gummireifen. Wir machen ein Lagerfeuer. Setzt euch ans Lagerfeuer, setzt das Lagerfeuer, liegt L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-E-D. Das Lied geht noch viel schneller, als dann wird es zum Hilftag und singt es doch ganz einfach mit. Jetzt du. Ich kann das Lied nicht, deswegen singe ich auch nicht. Ja. Sie haben alle Brände gelöscht. Die Brände werden alle gelöscht. Statusmeldung kam gerade. Das heißt, du kannst hier mal raus, bevor dein Atemschutz leer geht. Was in der Emergency mal wieder auch nicht funktioniert. Glücklicherweise. Das aber hoffen, weil es gibt ja schon 2012 und 2013 schon. 2013 ist nur ein Mod für 2012 mit neuen Weltuntergangsszenarien. Okay. Was gibt's? Dass wir mal alles so tragisch machen müssen. Ja, die Welt sollte ja untergehen. Und was ist passiert? Naja, der Rettungswagen fährt zurück ins Hauptquartier. Das ist ja schlimm. Verdammt schlimm. Hier, ihr könnt auch schon mal abrücken. Ihr könnt euch einsetzen. Fahrzeug 6 hört. Du sollst am besten auch mit. Oh nein. Los gemacht. Lass mal rein. Ab. Bestätige. Die Katze. Die hört sich nicht gut an. Bin unterwegs. So. Das ist leider auch leider nicht da, dass man eine Katze vom Baum retten muss. Das wäre ja so lästig. Ich weiß. Bin unterwegs. So. Dann bringt er mal schön ins Krankenhaus. Irgendwie ist mir einer mit AGT-Verpanten gekommen. Achso, ne, der sitzt schon drin. Das heißt, du hier musst aufs andere Fahrzeug. So, du fährst zurück. Nein, du sitzt wieder rein. Und das NRF fährt zurück. Das LF fährt zurück. Ist ja eher ein LFTS. LFT, nein.
Wie? Neues Fahrzeug. Sie haben benötigt Rolle bekommen und gleichzeitig die Opfer optimal versorgt. Keine nennenswerten Fehler. Es hat alles zusammengepasst. Mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ja gut, mit dem Reifenbrand war's das erstmal. Wir sehen uns dann in der nächsten Mission. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.